Hallo und herzlich willkommen bei TubeMac, deinem YouTube-Magazin. Der Stuttgarter Comedy-YouTuber Sascha Hellinger, besser bekannt auf YouTube unter dem Namen Unsympathisch TV, hat mittlerweile mehr als 1 Million Abonnenten auf YouTube. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Video. Was für ein Auto kauft man sich wohl, wenn man aus Stuttgart kommt und eine Menge Asche mit YouTube verdient? Na klar, einen Mercedes. Der YouTuber Unsympathisch TV hat sich jetzt einen Mercedes-Benz SL 63 AMG geholt. Der 5,5 Liter Biturbo V8 hat 537 PS. Mit einem Performance-Paket steigt die Leistung auf 564 PS. Mit einer Beschleunigung von 0 auf 100 in 4,2 Sekunden kann man sich sehen lassen. Wir von TubeMac haben für euch mal unter die Lupe genommen, wie viel der Wagen kostet. Neu muss man für den Wagen fast 162.000 Euro bezahlen. Wenn man das Auto gebraucht kaufen möchte, muss man ca. 87.000 Euro hinblättern. Immer noch recht viel. Sollte man das Auto ohne Anzahlung leasen wollen, muss man hier für die Standardausstattung mindestens 3.000 Euro pro Monat rechnen. Bei so einem Auto würden wir sagen, dass es Unsympathisch TV doch ganz gut geht, oder? Welches Auto würdet ihr euch für das Geld holen? Auch einen Mercedes-Benz SL 63 AMG? Oder doch lieber etwas anderes? Oder würde euch vielleicht ganz was anderes mit diesem Geld einfallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Abonniert auch gerne unseren Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Wir würden uns auch über einen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.